Hey, ich bin Partykeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Neben mir steht der Killer. Ja, hallo. Der mich Huch. Und nochmal runtergefallen. Perfekt. Genau. Wir haben, das habe ich noch nicht gezeigt. Ich weiß nicht, ob du im Stream rumgelaufen bist. Nö. Wir haben hier auf meinem Haus noch einen Grund, warum Killer sterben wird. Ganz hinterhältig. Ja, ich wollte und ich war so frei und habe hier am Brandenburger Tor noch ein bisschen weiter gebaut. Da brauchen wir übrigens noch einen geilen Namen dazu. Also eigentlich ab damit in die Kommentare, würde ich sagen, wenn ihr Ideen habt. Hab das mal auf der Seite angeglichen, hab auf der anderen Seite zugebaut. Da fehlen dann jetzt nur noch die Figuren, aber der Killer hat ja uns schon Drachenköpfe besorgt. Oh, ja. Oh, ja. Also mein Bett steht ja jetzt eh hier, genau. Ach, nervt mich mit immer Maus, dass ich nicht richtig scrollen kann, vernünftig. Warum auch immer. So, Killer darf mal erzählen, was wir uns gedacht haben, glaube ich. Ja, wir fangen jetzt den Ofen an. Den Ofen halt. No. Oder ein bisschen alles reinschmeißen können, schön ein durchbrennen und da kommt dann hier. Easy peasy. So, wir bauen natürlich jetzt nicht das Haus, weil das machen wir, denke ich mal, in dem Stream. Ich will nur die Umrandung machen und damit wir ungefähr wissen, wie viel Plätze wir haben. Und dann legen wir technisch gleich los, würde ich sagen. Boah, die Musik ist schon gruselig. So. Oh, das kann ich sogar so lassen. Wir müssen da mal ran auf den Meter. Genau. Boah, knack. Ja, tut mir leid, ich hab mich wollen. Sind mir fast die Ohren weggeflogen, Alter. So, genau. Ja, gerade eben ist gerade ein Flugzeug dabei vorbeigeflogen, da wären die Ohren auch weggeflogen. Besorgst du Technik für hier hinten? Ich besorge Holz. Brauchen wir denn eigentlich nur Hopper, Kisten und. Schienen, Minecart? Wofür Schienen? Oder kannst du das auch anders bauen? Dass das in die Öfen rein transportiert wird? Könntest du noch eine Hopperstraße legen? Ja, da soll ja nicht nur ein Ofen hin, ne? Hopperstraßen? Ja. Ja, aber kannst du die dann so aufteilen? Die Items? Leichtmäßig? Das habe ich mir nämlich gedacht. Also brauchen wir. Achso, weißt du was? Ich mache das jetzt einfach mal anders. Das wird ja. Wird ja eh was anderes. Also werden wir, glaube ich, die Minecart-Variante nehmen. Weil die fährt wenigstens im Kreis. Gut, okay. So, glatter Stein. Achso, das kann ich mit dem Holz. Ah, ich weiß schon, wie ich das mache. So. Oh, ich habe gerade irgendwas eingestellt, was doch nicht so toll war mit meinen Stellen bei mir. Oh. Wie bei der Maus. Maus, ja. Noch nicht so kralle. Oh nein. 6. Da kommt da Zweier-Tür rein, genau. 2, 3. Tatsache, das geht sich sogar aus. So. Das ist ja geil. Oh. So. Achso, da muss natürlich auch noch was rein. Sitzt natürlich. Eine Erzekiste dabei. Ach, egal. Oh. Erze. Und da könnte ich den hier eigentlich auch rausnehmen. Sieht netter aus. Ich
gibt so viele Prismarinen-Shards. Übrigens, falls du Seelaternen brauchst, ich habe stackweise von dem Scheiß. Was soll ich mit Seelaternen? Nein, ich habe das Zeug wirklich stackhaft. Ja, ändert nichts an meiner Frage. Weiß ich nicht, ich muss mir die mal angucken, wie die in meinem Texturenpaket ausschauen. Wir werden mit dem Holz nicht auskommen, das habe ich mir fast schon gedacht. So. Machen wir mal da eine um random. Oh. Oh. Nee, ich glaube, da besteht jetzt nicht so viel Bedarf. Nein. Du hast auch ein komisches Texture Pack. Nee, habe ich nicht. Oh. Ich habe ein geiles Texture Pack. Hm. Wolltest du jetzt sagen? Nee, wollte ich definitiv nicht. Pff. Guck dir deins an. Ich habe meins Colin einmal gezeigt und er benutzt es jetzt auch. Ja, er hat meins noch nicht gesehen. Ich finde die Rüstung sehen darin so scheiße aus. Ja, alles ein bisschen comichafter, ne? Ich mag das. So. Meins, was ich hier habe, ist mehr in Vanilla-Style. Ja. Jetzt solche Jahre habe ich auch nochmal einen Comic. Aber hast du nochmal zwei Raketen für mich? Oder drei? Also viel hätte ich nicht gebraucht. Fängst du hinten schon mal an? Ich hole noch mal schnell Holz. Ja. So, es geht ja ganz, ganz schnell. Wusstest du, dass hier hinten die ihr Zuhause verlassen haben? Ja. Das ist schade, aber den hässlichen Klotz da hinten haben sie stehen lassen. Die unnütze Creeper-Farm, die nicht funktioniert. Jo, genau, die habe ich gemeint. Mhm. Ja, das wusste ich schon. Ist richtig nett, ne? Oh. So. Also, Redstone-Fackeln bräuchten wir. Verstehe ich eh nicht. Die wohnen doch jetzt schon da drüben in dieser Höhle neben uns, oder? Nö, da wohnt Herr Rettler. Und wo wohnt die jetzt? Jaco wohnt bei sich in seinem Unterwasserhaus. Der hat ein Unterwasserhaus? Wusstest du das nicht? Nö, wo ist denn das? Entweder fliegen aufs Meer so ein bisschen. Achso, das ist schon hier irgendwo. Ja, das ist nicht weit weg, das sind glaube ich 600 Blöcke oder so. Achso, nee, da fliegen wir jetzt nicht hin. Da bauen wir dann lieber unser Dings. Da können wir, weiß ich nicht, zwischendurch vielleicht mal nachher hingucken. Ich dachte, das wäre halt gleich. Ich hab mir eine Katze geholt. Was? Ich hab mir eine Katze geholt. Was? Echt jetzt? Ja. Aber du drehst dann nicht durch wie Steel Tape, oder? Nö. Mit seiner Katze. War einfach nur so, ich baue da drüben, guck rüber auf die andere Seite. Plötzlich sehe ich auf dieser einen Laterne mit dem Holzflock sitzt da so eine weiße Katze drauf. Und da hast du dir gedacht. Keine Ahnung, nimm mich einfach mit. Leckerer Eintopf. Nö, jetzt hab ich die mitgenommen und. Keine Ahnung, jetzt sitze ich halt immer noch da oben drauf. Also, weil ich hier hingesetzt habe. Ja. Aber weil die halt auch. Weil die doch so schlau ist und nicht in den Tod hüpft. Ausnahmsweise mal. Macht sie halt gar nicht und bleibt da oben halt sitzen. Ist doch bestimmt ein Wand. Ach, vielleicht einfacher, vielleicht kommt dann nicht mehr Creeper hier rein. Ach so, wie Creeper. Ach so, in das Gebäude. Ja, wir werden so oder so pennen müssen. Wäre gut, wenn du dein Bett mitnimmst. Oder wenn du ein Bett mitnimmst, sagen wir es mal so. So. Huch. Oh, die erschrecken mich jedes Mal. Soll ich die Hopper machen? Ich habe jetzt noch 15 Hopper, aber ich bezweifle mal, dass das reicht. Das glaube ich auch, dass das nicht reicht. Wie macht man denn Schienen? Ich habe ewig nicht mit Schienen gebaut. Eisen brauche ich definitiv. So, da haben wir noch. Oh, wow, ich hätte noch ein bisschen was. Und du hast eh auch noch was, ne? Powered Rail? Brauchen wir die? Wir brauchen. Ja, zum Anstieg.
Ich glaube, wir brauchen zum Anstarten, brauchen wir, glaube ich, schon eine. Detektor? Ne, Detektor? Brauchen wir eine Detektor? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Das bräuchte jetzt auch noch mal ein bisschen Gold und vielleicht noch mal ein bisschen Redstone. Okay, Gold kann ich dir nicht helfen. Naja, ich war neulich mal farm und habe einen Stack mitgebracht. Was? Blöcke hoffe ich doch. Ich hab jetzt 47 Blöcke. Was? Du alter Stripminer. Nein, ich war nur im Mesa-Biom. Oh. Und da... Was mache ich da für einen Scheiß? Und da gibt's sie so oft, oder was? Gold ist das einzige Erz, was du da häufig finden kannst in diesem Biom. Wie macht man das jetzt? Du hast so? Da so viel von dem Scheiß. Also das ist... Da quillen dir danach die Kisten über. Scheiße, da muss ich mal hin. Ja, aber das ist schon alles unterirdisch, ne? Ja, naja, kommt drauf an. Manchmal läufst du in die Höhle rein und guckst nach rechts und guckst nach rechts ist Gold, guckst nach links ist Gold. Scheiße, da muss ich unbedingt hin. Soll ich dir die Cords schicken für das Nether-Portal? Ach, da gibt's auch schon ein Nether-Portal. Ja klar, ich bin da hingeflogen neulich mal und hab gleich Obsidian mitgebracht. Aber im letzten Mal, als wir da sahen, habe ich ja gesagt, wir bräuchten da auch definitiv noch was davon. Wie? Da müssen wir uns eben Plan machen, wenn wir das nach dem Netter Update machen. Wir fliegen in Oberworld hin, würde ich sagen. Und dann gehen wir da durchs Portal durch. Ne, so habe ich das nicht gemeint, sondern ich habe gemeint, auch wegen dem Hub und sowas, weißt du, wir wollten das ja alles hier ein bisschen zentrieren. Ja gut, wenn wir jetzt hier durch dann das Portal durchgehen oder so, dann müsste halt dann wieder das Portal generiert werden, sein im Nether. Und dann gehen wir halt... Das Problem ist bloß, wir müssen halt dann wirklich die Portale, die nah an uns dran sind, müssen wir wirklich neu platzieren von dem Nether aus. Ansonsten connecten die sich ja alle. Ach so, rein in den Nether ist nicht das Schwere. Bei dem richtigen Portal rauszukommen, ist das Problem. Vielleicht sollten wir noch ein paar Öfen machen. Warte, da gucke ich erst, ob ich nicht 5 Millionen irgendwo rumfliegen habe. Ich habe jetzt noch einen. Ich mache mir nur so viel Sachen von dem Zeug, wie ich es brauche. Es geht um Crafting. Da habe ich noch 5 Stück. Ich gucke mal. Die könnten wir auch mitnehmen, vielleicht brauchen wir doch noch mehr Hobber. Hobber kann man nie genug haben. Ich habe sicher irgendwo einen Ofen, habe ich schon mal was. Bevor ich das Klump irgendwo rumliegen habe und wir das dann 50 mal craften müssen. Ja gut. Und vor allen Dingen, wir müssen uns überlegen, wir brauchen Detektor übrigens sogar. Also keine Detektor Rail. Weil wir müssten ja ganz hinten jetzt erstmal die Bambus-Dinger anfangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und uns dann vorarbeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Ach so, das Bambus für das unendliche, also eine Bambus-Bahn dahinter für die unendliche. Richtig. Sollen wir Schmelzofen auch einbauen? Nein, das ist ja, wenn du da oben ein Schienensystem hast, was da einmal durchläuft, zwischendrin Schmelzofen hast und ein paar keine Schmelzöfen, schmeißt du eh alles rein. Und wenn es nicht rausgezogen werden kann, durch die Hopper... Dann blockiert es das, ne? Durch die Hopper wird es rausgezogen. Ja. Aber es wird dann, also können wir das nicht machen, nehmen wir nur normale, ist ja kein Problem. Boah. Siehst du, da hätte ich nämlich gar nicht dran gedacht. Nö, ich habe auch tatsächlich, warte mal, ich muss mal vorne zur Algeninsel, zum Hafen. Da habe ich sicher noch welche. Ich habe jetzt 9 Stück. Ja. Also ein bräuchten wir vielleicht nochmal, dann passt das so grob. Ja, je mehr, desto besser, ne? Ne, tatsächlich habe ich jetzt nur einen im Inventar.
Boah, du hast uns wieder ein Doppelbett gemacht. Schlimm? Nee, ich weiß, du magst es. Ich stell's nur mal hier rein, weil da schwebend, das sieht scheiße aus. So, Hopper kann ich nachproduzieren. En masse. Schienen habe ich sogar welche. Oder hast du schon welche gemacht? Ich habe jetzt 48 gemacht. Okay, das ist ein bisschen viel, aber okay. Pistons werden wir noch brauchen. Die mache ich. Was? Für den Pistons. Für den Bambus? Oh, ja gut, ich habe noch 15 Pistons. Und 41 Observer. Das reicht, okay. Da müssen wir keine mehr machen. Oh, wo kriegen wir Bambus her? Oh, das wird schwer. Vielleicht sollte ich mal hier in die Kisten schauen. Nee, da ist keiner. Da auch nicht. Da auch nicht. Und hier auch nicht. Da auch nicht. Ich denke mal hier hinten in der letzten. Ja, da wäre ein bisschen Bambus drin. Logischerweise sollte Rival Bambus drin sein. Ja, du hast ja jetzt nicht zugeguckt. Du bist ja lieber vom Server disconnected. Deswegen hast du jetzt nicht gesehen, was ich gemacht habe. Ben ist disconnected. Achso. Ja, ist ja dasselbe. Maybe. Ist mal wieder hier. Wehe, der bringt wieder Eier vorbei. So. Jetzt habe ich diesen einen Stein genau nicht. Das kannst. Den hole ich mir jetzt noch schnell. Nee, passt schon, ist schon. Du hast nicht zufälligerweise einen Bruchstein auf Tash, oder? Nicht mehr. Ja. Es geht genau um einen. Oh. Oder hast du eine normale Spitzhacke mit? Nein. Nur Silke. Ja, okay. Sehr gut. Ich und mein volles Inventar. Umgekehrt, mein volles Inventar und ich. So. So. Pfui. Killer. Danke. Na, die Hälfte schon wieder vergessen, oder? Ich? Ja, und Eis brauchen wir ja dann auch noch. Ach, Scheiße. Wie viel Kolben wolltest du haben? Boah, weiß ich nicht. Das überlasse ich dir. Ich hab noch einen Stack. Es kommt drauf an, wie viel Bambus-Schichten wir dahin machen. Schichten aus dem Bambusgarten. Ganz ehrlich. Und wie wir das anordnen, vor allen Dingen. Das Bambus. Ja, die Radezahl ist natürlich beschissen, aber gut. Was wir machen können, ist den Bambus in der oberen Etage anzubauen. Dann fällt er, können wir ihn automatisch runterfallen lassen. Und können hier die ganze Länge zupflastern mit dem Ofen. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich? Glücklicherweise könnten uns erstmal auf die Stackweise. Ja, aber ich möchte. Als Bambus nehmen. Das reicht auch noch ein bisschen. Ich möchte trotzdem, dass das dann oben automatisch funktioniert. Ja, weißt du, wie viel wir da brauchen? Nicht sehr viel. Ja, aber das kann ja auch nicht ultra hoch wachsen. Das darfst du auch nicht vergessen. Trotzdem. Ja, musst du wissen. Wenn wir das mit zwei Blöcke machen. Wenn wir das wirklich nur drei Blöcke wächst, wie Bam, wie Zuckerrohr trotzdem, das reicht vollkommen. Okay. Ja, dann machen wir. Was schlägst du vor? Naja, wir machen es halt eine bestimmte, also viel an sich generell nicht. So. Weil das brauchen wir nicht. Oder willst du doch noch mehr? Nee. Das reichte. Die Reihe. Ja. Ja, dann. Das schmeißt so viel Zottel und so viel Bambus raus, das ist. Das ist schon abartig.
Was, du baust da Eis hin? Siehst du? Guck mal, das ist jetzt schon wieder ein Block gewachsen. Ja, okay. Ich sag ja nichts mehr dazu. So. Ey, Alter. Guck mal, es ist schon größer, als es eigentlich werden soll.